Es geht um die Frage, wie bewegen wir uns in der Stadt, ohne dass wir schwere Unfälle bauen? Wie können wir Fußgänger, Radfahrer, aber auch Autofahrer so miteinander synchronisieren, dass möglichst viele Menschen in der Stadt unterwegs sein können, aber keine Staus entstehen, keine Unfälle entstehen und es nicht zu Konfliktsituationen kommt? Im Vordergrund steht dabei, die Mobilität nachhaltig zu gestalten. Und das im besten Sinne des Wortes. Wir wollen sie ökonomisch, ökologisch und sozial gestalten. Für jeden soll Platz sein. Es soll möglich sein, sich im Verkehr so zu bewegen, dass man gut vorwärts kommt. Aber man muss auch gucken, dass die Umwelt nicht belastet wird. Deswegen ist es mir wichtig, in den Vordergrund zu stellen, wir wollen den Fußgänger, den Radverkehr wollen wir fördern und bieten für das Auto dann auch echte Alternativen. Bin ich ein bisschen durch Düsseldorf mit dem Wasserstofffahrzeug. Ganz leise, ganz sauber. Keine Emissionen, außer die Reifenabhörgeräusche. Ist nämlich ein Elektroauto. Brennstoffzelle Wasserstoff. Und hier am Höher Weg, an der Automeile, ist die Wasserstofftankstelle. Die einzige momentan noch in Düsseldorf, aber es wird sich ändern. Wir werden eine zweite dazu bekommen. Und das Tanken ist so einfach, wie man Benzin tankt oder Diesel oder auch Erdgas und Propan. Ja, hallo ihr Lieben, Düsseldorfs erste Öko-Tankstelle für Pedelecs, die auch so aussieht wie eine Tankstelle. Hier in Kaiserswerth, in der Nähe von einem Supermarkt. Hier kann man ökologischen Strom aus Wind- und Sonnenenergie bekommen, um das Fahrrad wieder aufzutanken, um seine Touren zu machen. Ich bin selber gerne mit dem Pedelec unterwegs, denn die Elektromobilität findet nicht nur im Pkw statt, sondern eben auch auf dem Zweirad. Und da eben auch ganz besonders, macht auch Spaß, unterwegs zu sein, mal schneller fahren zu können mit eingebautem Rückenwind, gerade hier am Rhein. Straßenbahnfahren ist ein Stück Mobilität für alle. Uns allen gehört die Straßenbahn. Was wir aber wollen in Düsseldorf ist, noch besser werden. Wir wollen, dass die Straßenbahn freie Fahrt bekommt und nur dort hält, wo sie halten muss, an Haltestellen. Und nicht durch eine rote Ampel ausgebremst wird. Ampel ist ein gutes Stichwort. In der Ampelkooperation, die wir in Düsseldorf haben, haben wir gesagt, wir wollen, dass die Straßenbahnen und die Busse wirklich zügig durch die Stadt kommen. Wir wollen Vorrang geben für den ÖPNV, damit der Umstieg vom Auto auf die Straßenbahn, auf den Bus auch gelingt. Damit wir die neue Mobilität erleben können. Damit wir das machen können, was wichtig ist. Eine gute, nachhaltige Mobilität, unsere Stadt entlasten, stressfreier durch die Stadt kommen, stressfreier zum Arbeitsplatz kommen und abends gut nach Hause kommen. Nordrhein-Westfalen gehört zu den Ländern, die am meisten Personenkilometer haben. Wir sind dicht besiedelt, Menschen wollen von A nach B kommen, von zu Hause zum Arbeitsplatz und sehr viele sind darauf angewiesen, auf den ÖPNV und wollen ihn auch nutzen. Man steht mit dem Auto ja ständig im Stau. Wenn man Straßenbahn fährt, kommt man gut vorwärts. Das gilt auch für den Busverkehr. Und heute habe ich die Gelegenheit, einmal die neue Technik bewundern zu können. Nicht nur, dass die Bahn besonders ist, sondern was auch besonders ist, die Rheinbahn hat ein sogenanntes überwachtes Gleis. Es gibt einen Gleisschleifwagen, der dafür sorgt, dass die Gleise glatt sind. Und es gibt eine Strecke, über die die Bahnen fahren, immer wieder mal zwischendurch, wo dann geguckt wird, dass die sogenannten Oktagone, die sich bilden, am Radreifen, dass die abgeschliffen werden. Denn wichtig ist, dass die Radschiene-Verbindung so gebaut ist, dass es möglichst leise vorwärts geht. Denn das ist klar, der ÖPNV wird dann akzeptiert, wenn er leise ist. Wir wollen keinen lauten Verkehr haben, wir wollen emissions- und emissionsfrei fahren. Insofern ist die Elektromobilität, die wir hier bei der Straßenbahn haben, genau das, was mich fasziniert. Und ich freue mich sehr über den heutigen Tag und bedanke mich jetzt schon mal bei der Rheinbahn, bei Herrn Lepke und bei dem Team, dass ich die Gelegenheit habe, heute hier sein zu dürfen.